Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Guten Morgen. Ja, ich bin auch schon wieder da. Ey, Guten jetzt. Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Tja, heute haben wir ja das Leben in der Bananenrepublik mit einem umfassenden Friedrich Merz auf dem Programm. Den sollten wir wirklich umfassend entsorgen, den guten Fritze mit seinen dummen Sprüchen. Ja, wenn sie nur dumm wären, aber sie sind ja auch gefährlich. Das ist Das doch stimmt. das Problem. Das Ich stimmt. habe gestern mal ChatGPT gefragt, wie das sich so verhält mit diesem Ja. Asylverfahren an der Grenze. Ja. Das waren aufgrund weniger Fragen, also einige Nachfragen zu Ja. Einzelfragen, waren das 13 DIN A4 Seiten, die ich da zusammengeschrieben bekommen habe. Da muss ich natürlich mit dem Messier vielleicht sagen, ein Teil der Antworten könnte den Bundesbürger verunsichern. Der liest doch gar nicht so viel. Ja, natürlich. Ja? Ja. Mann, oh Mann. Und der Fritze Merz, der kommt dann einfach und sagt: Ach, Scholz, änder mal bis nächsten Dienstag alle Gesetze in Deutschland und dann haben wir doch gewonnen. Ja, dann bleiben ja alle draußen. Ja. Ja, der Merz ist einfach eine Zusammenballung von Inkompetenz und hat anscheinend nicht mal die eigene Regierungszeit seiner Angela Merkel im Kopf. Ja, also wenn vielleicht sowas gegangen wäre, denn vielleicht hätte die das schon machen können sollen oder so. Ich weiß Hätte es nicht. auch gemacht. Die war ja, Merkel war doch durch und durch eine pragmatische Politikerin. Ja. Die hätte es im Hintergrund gemacht, ohne dann auf die Selfies mit Syrern oder so zu verzichten. Ja. Logisch, aber sie hätte es gemacht. Ja, also der Merz ist ein Sprücheklopfer ohne Ende. Der weiß immer alles besser. Also, und machen tut er nichts. Ein richtiger Klugscheißer, wie man sagt. Ja, aber er ist gefährlich für die Demokratie, denn Das keiner stimmt. wird wegen seiner dummen Sprüche, die jeder auch als dumm erkennen kann, sogar die CDU-Leute können das als dumm erkennen, Ja, ja, AfD-Leute ja, auch, ja. dann werden sie aber sagen, ja, wenn er aber meint, dann wählen wir trotzdem AfD oder BSW. Ja. Natürlich. Warum soll man das Plagiat wählen, wenn man das Original wählen kann, oder? Also Ganz Fritz über. Merz muss man nicht wählen. Das ist, der muss wirklich umfassend entsorgt werden, der gute Fritz. Ja, Hast du mit? wer heute den Ex-Bundes-Verfassungsgerichtspräsidenten Papier gehört hat zu den Verfahren an der Grenze, für den muss doch klar sein, dass da keine Regelungen einfach so möglich sind im deutschen Raum. Allein nur deutsche Gesetze ändern, wird null bringen. Wir haben die EU-Gesetze, wir haben Ja. UN-Vereinbarungen und, und. Also ich weiß nicht, was die da wollen, diese CDU-Leute. Wollen die nur Bambule Ja. machen? Die Mein wollen Gott, dann Bambule. sollen sie sich Boxhandschuhe anziehen. Ja, die wollen Bambule machen und nichts verändern. Das ist genauso wie bei VW, hast du das mitgekriegt? Die schütten 4,5 Milliarden Dividende aus. Dann Also die kommt. VW-Aktie steht bei 99 Euro irgendwo so da drum und pro Aktie werden 9 Euro ausgeschenkt. Das sind 10%. Wo kriege ich bei einer seriösen Bank 10%? Ja, also Und das vor ist. allen Dingen noch anders. Wo kriege ich bei einer Bank, die am Abgrund steht, 10%? Ja, ach, das ist auch, weißt du, das finde ich so unmöglich, so eine Show zu machen und den Arbeitnehmern zu sagen, wir müssen bei euch die Leute rausschmeißen und in Wirklichkeit unfähig zu sein, das Geld in Innovation zu stecken, in Transformation zu stecken, in neue Produkte zu stecken, sondern einfach mal so den Piech und Aktionären in den Rachen zu schmeißen für nichts. Mit 4,5 Milliarden kannst du schon Innovation organisieren und auch Transformation organisieren. Da musst du nicht sagen, die Arbeitnehmer verdienen zu viel. Ja, das ist ja auch so ein Ding, was durch die Republik läuft momentan. Die Tarife bei VW sind ja höher als irgendwo drumherum. Ja, wenn die Seit höher sind, dann sind da höhere Löhne erstritten worden und das kann doch nur gut sein für unsere Volkswirtschaft. Wer dreit nach eins, also all dieses Durcheinander bringen. Ich kann es nicht mehr hören. Diese 4,5 Milliarden in Umschulung und Restrukturierung gesteckt. Und VW hätte einen großen Teil der Krise schon bewältigt. Ja, auch Und da wenn ist man dann noch, sage ich mal, Dienstwagenprivileg von der Bundesregierung umstellt auf, wir fördern nur noch E-Dienstautos, da ist das sehr, sehr hilfreich. Das sollte man auch umlegen auf die
Ja. Autovermietungen, die ja auch alle ein, zwei Jahre ihren Fuhrpark erneuern. Ja. Da wäre die Krise längst weg. Da bin ich vollkommen bei dir. Also man kann natürlich auch mit Industrie- und Wirtschaftspolitik ein bisschen steuern und das ist auch richtig so. Da braucht man keine Schuldenbremse. Das ist sowieso das Allerletzte, was wir brauchen, ja. Sondern da gehört einfach eine ordentliche Ordnungspolitik, Industriepolitik, Wirtschaftspolitik auf den Tisch. Das hat die CDU nie abliefern können. Nie, ja. Aber die SPD macht das, oder, ja, die SPD, also ich sage ja nicht mehr Ampel, weil das dient ja nur dem allgemeinen Bashing. Niemand hat eine Regierung außer GroKo, das war ja verniedlichend, aber Ampel ist ja immer nur Bashing. Die Das ist Ampel, nur ja. Bashing. Das Ich ist sage so es ein nicht Tag. mehr, das war das letzte Mal jetzt. Ja. Die Bundesregierung hat das doch in Angriff genommen. Da sind Dinge, die beginnen zu laufen. Ja, Ja. keiner will es sehen. Ja. Nein, was heißt keiner? Du, es sind genau diejenigen, die diesen Ampelkampfbegriff gefordert haben, also diese Döpfners dieser Welt, die über die Bundesregierung herfallen und sie schlecht reden, jeden Tag wieder. Die Journalisten, die sich nach der Decke strecken, die im Springer-Konzern noch was werden wollen und vollkommen der Meinung ihres Chefs sind, die bashen vor sich hin und eine Sarah Wagenknecht steigt damit drauf ein und Björn Höcke steigt damit drauf ein oder vielleicht ist es auch umgedreht. Ja, das ist einfach nur unterirdisch, sage ich an der Stelle immer. Insofern, ich bin da vollkommen bei dir. Bei der Bundesregierung handelt es sich um die Bundesregierung und nicht um eine Ampel. Weil eine Ampel geht von grün auf gelb auf rot und wieder umgekehrt und diese Regierung arbeitet beständig. Dass die Ergebnisse von 16 Jahren versäumter Merkel-Politik nicht beim zweiten Ampelgrün schon gleich sichtbar sind und jeder Bundesbürger losbrausen kann, ja, ins Schlaraffenland, das muss doch jedem klar sein. Ja, vor allem bei den Versäumnissen. Also wir haben ja schon tausendmal drüber geredet, aber bei der Bahn ist nichts passiert. Es ist nichts passiert bei den Autobahnen. Also Infrastruktur, Brücken, Krankenhäuser, Schulen, alles verfällt, ist verfallen. Und dann soll man 20 Jahre einer solchen Politik innerhalb von 4 Jahren Bundesregierung wieder gerade biegen? Wer kann das denn? Geht nicht. Geht nicht. Übrigens, neben dem Herrn Papier vom Bundesverfassungsgericht war ja auch ein anderer Bundesvertreter vom BDI, der Herr Russwurm, heute sehr vernehmlich zu hören. Und er fordert auch eine Reform der Schuldenbremse, weil diese Investitionen zu machen sind. Ein anderer hatte gesagt, die müssen wir sowieso machen. Also je schneller wir sie machen, umso besser für die Zukunft unserer Kinder. Und er Ja. kritisiert vehement die Wirtschaftspolitik der CDU, die ja von einem gewissen Fritze Merz immer wieder Ja. kolportiert wird. Ja. 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 Also der Herr Rußwurm, ich finde diesen Umschwung in der Politik der Arbeitgeber schon sehr bemerkenswert. Ich hoffe, die bringen das auch mal in ihrer komischen Initiative Neue soziale Marktwirtschaft zum Ausdruck. Ey, Das ist bloß ja, nicht. naja, also Sie sollten mal was Vernünftiges bringen in diesem Blatt und in dieser Organisation. Und das wäre was Vernünftiges. Da kann man Rußwurm nur unterstützen. Ja, aber auf diese Typen von der INL sind ja sowieso nur Ableger vom BDI oder von den Metallarbeitgebern, oder? Genau, die INSM ist eine Propagandaorganisation der Metallarbeitgeber. Die haben die mit einem dreistelligen Millionenbetrag so richtig gepampert, damit die Ideologie der Metallarbeitgeber verbreiten. Ne? So ist das halt in diesen Was Ländern. hat das mit Sozial- und mit Marktwirtschaft zu tun? Ja, gar nichts, ne? Sondern das ist nur der wohlklingende Name, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Nein. Ja, so wie Fritze Merz am argumentieren ist, Sand in die Augen streuen und Augen zu CDU und so ein Kram, aber die Leute machen Augen zu und wählen AfD. Naja, Genau. gut. Ja. Das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt, wenn man so eine, entschuldige bitte, inkompetente Ideologie verbreitet. Es wird halt Zeit und da haben wir ja gesagt, Russwurm darf das ruhig mal machen, wenn die Schuldenbremse wegkommt, ne? Und wenn ihr nicht wollt, dass wir wegkommen, sondern dass unsere tägliche Sendung weiterläuft, dann sind wir euch dankbar für ein Abo. Nicht vergessen.